Wie können Sie den Zugriff auf Mikrofon, Kamera und Screensharing in verschiedenen Browsern erlauben? Um während einer Beratung Ihr Mikrofon, Kamera oder das Screensharing zu verwenden, müssen diese in Ihrem Browser freigeschaltet sein. Dabei sieht das Freischalten von Browser zu Browser unterschiedlich aus. Das Vorgehen ist aber grundsätzlich identisch. Um die Kamera und das Mikrofon im Microsoft Edge freizuschalten, gehen Sie auf das Schlosssymbol auf der linken Seite der URL-Leiste. Durch Klicken auf dieses Symbol öffnet sich ein Auswahlfenster. In dieser Anzeige sehen Sie, dass Ihr Mikrofon und Ihre Kamera temporär blockiert sind. Schalten Sie die Kamera sowie das Mikrofon von blockiert auf Zulassen. Um das Screensharing zuzulassen, klicken Sie auf das Bildschirmsymbol unten in der Mitte. Es öffnet sich nun ein Fenster, in welchem Sie auswählen können, ob Sie den gesamten Bildschirm, ein Fenster oder nur einen bestimmten Tab mit Ihrem Kunden teilen möchten. Bei Mozilla Firefox müssen Sie das Symbol an der linken Seite der URL-Leiste anklicken. Hier sehen Sie nun, dass Ihre Kamera und Ihr Mikrofon sowie das Screensharing temporär blockiert sind. Gehen Sie nun jeweils auf das X-Symbol an der rechten Seite, um sie wieder freizuschalten. Im Browser Chrome gehen Sie auf das Schlosssymbol an der linken Seite der URL-Leiste. Durch Klicken auf dieses Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sehen können, dass Ihr Mikrofon und Ihre Kamera temporär blockiert sind. Wechseln Sie hier jeweils vom Blockieren auf Zulassen, um die Freischaltung der Kamera und des Mikrofons durchzuführen. Wenn Sie ein Apple-Gerät und den Browser Safari verwenden, müssen Sie in der Menüleiste auf Safari gehen und Einstellungen auswählen. Dann wählen Sie Websites aus und können unter dem Punkt Kamera und Mikrofon einstellen, dass Bridge auf beiden Zugriff erhält. Genauso verhält es sich mit der Bildschirmfreigabe. Diese findet man ebenso in den Safari-Einstellungen unter Websites bei Bildschirmfreigabe. Nach der Freischaltung in Ihrem jeweiligen Browser müssen Sie die Website neu laden. Drücken Sie dafür F5 auf Ihrer Tastatur oder nutzen Sie das Aktualisierungssymbol in der URL-Leiste. Unter Umständen kann es vorkommen, dass ein Hinweisbalken mit Verbindung unterbrochen erscheint. Im Normalfall funktioniert jedoch alles trotz des Hinweises reibungslos.